Und das Stromnetz ist, wie gesagt, kurz vorm Zusammenbrechen. Hier eine Riesenanzahl an Elektroautos haben, vielleicht in Kürze tatsächlich mit Problemen zu rechnen. Aber da muss irgendwas unternommen werden, das kann so nicht weitergehen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Wort zum Freitag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Worum soll es in dieser Woche gehen? Ich habe vorgestern einen Anruf bekommen von einem Bekannten von mir, vom Udo. Und der Udo hat mich gefragt, sag mal, bist du bei Facebook unterwegs? Da habe ich gesagt, nö, ist nicht so unbedingt mein Ding. Und meinte er so, naja, es gibt ja hier im Ort so ein, zwei Ortsgruppen und in diesen Ortsgruppen tummeln sich inzwischen immer mehr Leute, die behaupten, ja, Kleinmachnow, es steht kurz davor, dass das Stromnetz hier zusammenbricht. Habt ihr mal gesehen, wie viele Elektroautos hier unterwegs sind und wie soll das überhaupt alles werden? Und das Stromnetz ist, wie gesagt, kurz vorm Zusammenbrechen. Da muss irgendwas unternommen werden, das kann so nicht weitergehen. Und er hat mich dann gefragt, ist das denn so, ob ich irgendwas dazu wüsste? Und habe ich gesagt, so, naja, ich weiß nichts davon und ich habe auch noch kein Feedback irgendwie in der Richtung bekommen, dass sowas passieren soll. Was ich dann gemacht habe, war, ich habe mich an den Verteilnetzbetreiber hier gewandt per E-Mail. Das ist hier in Brandenburg in großen Teilen und auch bei uns hier, wo ich wohne, ist das die EDIS. Und habe die einfach mal angeschrieben und habe gefragt, so, wie ist denn das hier? Wisst ihr irgendwas darüber? Gibt es hier tatsächlich Probleme oder ist vielleicht in Kürze tatsächlich mit Problemen zu rechnen? Denn bei uns im Ort ist es so, dass wir wirklich hier eine Riesenanzahl an Elektroautos haben. In meiner Straße sind es ungefähr 10 oder 11. Ich persönlich kenne hier fast 70 Leute, die Elektroautos haben. Das ist also wirklich eine Riesenanzahl. An den Ladestationen hängen irgendwie ständig Elektroautos und Plug-in-Hybride dran. Also das ist schon deutlich spürbar. Und von daher die Frage an die EDIS, wie seht ihr das eigentlich? Ich habe natürlich dann aber auch selber mal auf der Webseite der EDIS Netz geguckt. Da gibt es ja so einen Bereich Pressemitteilungen, weil ich einfach mal gucken wollte, ja, ist da irgendwie vielleicht was? Gibt es da irgendwelche Hinweise, irgendwelche Informationen zu dem Thema? Und gar nichts. Dann habe ich auch nochmal geguckt bei der 50 Hertz. Die 50 Hertz ist der hier zuständige Übertragungsnetzbetreiber, der also das Hochspannungsübertragungsnetz betreibt. Auch da ist zu dem Thema überhaupt nichts zu finden. Und was ich gefunden habe bei den Pressemitteilungen der EDIS, und das fand ich ganz spannend, und das ist so auch ein Antrieb hier, um dieses Video zu machen, sind Informationen darüber, was denn zum Beispiel die EDIS macht, um ihr Netz zu ertüchtigen. Und da sind sie also kontinuierlich dabei. Das ist der Austausch von Transformatoren, das ist jetzt auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz in dem Bereich, bis hin zum Einsatz von den testweisen Einsatz von Speichern in Verteilnetzbereichen. Also so könnt ihr euch so containermäßig vorstellen, vielleicht so ein bisschen ein Vergleich ungefähr mit dem Tesla Megapack. So ein lokaler Speicher, der ungefähr eine Megawattstunde Strom aufnehmen kann und auch eine Leistung hat von einem Megawatt, also schon ganz ordentlich Energie aufnehmen kann. Und das Ziel ist es, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass weniger erneuerbare Energien abgeschaltet werden müssen, weil man eben jetzt auch lokal den Strom in so einem Speicher zwischenspeichern kann und diese Energie aber auch nutzen kann, um zum Beispiel, wenn eben wenig Wind, wenig Sonne zur Verfügung steht, Strom wieder ans Verteilnetz abzugeben, auch um zum Beispiel die Spannung entsprechend stabil zu halten. Und was ich ganz wirklich spannend fand, war die Aussage, dass mit so einem, sagen wir mal, Megapack 200 Haushalte, also das ist so ungefähr ein Netzabschnitt, für eine Nacht mit Strom versorgt werden können. Das fand ich schon ganz spannend und wir versuchen dazu natürlich auch Interview und Aufnahmen machen zu können, um euch da ein bisschen mal auf den aktuellen Stand zu bringen. So, also das heißt, man sollte, wenn man in solche Diskussionen kommt, ich hoffe übrigens, dass euch die Spülmaschine nicht allzu sehr stört, die da gerade rumrumort, man sollte also, wenn man mit solchen Diskussionen konfrontiert wird, entweder direkt oder eben auch über irgendwelche sozialen Gruppen, mal einfach sagen, hier, schau doch mal, ich verlinke dir mal hier die Pressemitteilungen und ich verlinke dir mal die Webseite vom Netzbetreiber und guck doch mal, du kannst ja selber fragen, was da ist nichts und da steht auch im Moment nichts großartig zu befürchten. Ich möchte aber dieses Video auch dafür nutzen, nochmal so einen Appell an euch zu richten, falls ihr eure Wallbox, die ihr jetzt vielleicht über KfW bekommen habt oder die ihr schon vorher hattet, auch eure mobilen Wallboxen, ja, falls die irgendwie nicht angemeldet sind, macht das mal, weil das ist schon echt wichtig, dass die Verteilnetzbetreiber wissen, was hier so für Lasten sind. 11 kW hört sich irgendwie wenig an, ist aber doch irgendwie eine ganze Menge und entspricht mal locker so im Durchschnitt, so einer durchschnittlichen Last von 3 bis 4 Haushalten.
Und wenn da so ein paar Wallboxen in Betrieb sind und so ein paar Elektroautos gleichzeitig laden, da kommt schon einiges zusammen. Also falls ihr das irgendwie noch nicht gemacht habt, weil ihr auch vielleicht sagt, nee, ich möchte meine Wallbox nicht steuern lassen und ich möchte, ja, macht das mal, das glaube ich, das ist schon ganz cool. Das wäre mein Appell innerhalb dieses Worts zum Freitag, dass ihr das wirklich macht und ihr braucht da irgendwie auch keine Sorgen zu haben, weil das Thema Abriegelung von Wallboxen, zumindest in den allermeisten Netzbereichen, ist das überhaupt noch gar kein Thema. Aber das könnte natürlich mal ein Thema werden. Wenn wir aber, sagen wir mal, progressiv daran gehen, dann glaube ich, können wir alle zusammen, also wir Nutzer, Netzbetreiber, dafür sorgen, dass es zu solchen Situationen viel, viel weniger oder vielleicht auch gar nicht kommt. Also wie gesagt, begegnet solchen Situationen, solchen Diskussionen mit Fakten. Und wie gesagt, falls ihr selber vergessen haben solltet, eure Wallbox bisher anzumelden, dann macht es. Das ist in den allermeisten Fällen auch nicht mit Kosten verbunden. Mir ist sowas gar nicht bekannt. Ich weiß allerdings aus Feedback von euch, dass es sowas gibt, dass tatsächlich Verteilnetzbetreiber schon mal irgendwelche Kostenbescheide geschickt haben. Da würde ich mal ganz entspannt fragen, was das eigentlich soll und warum hier gerade Kosten auftreten. Ich kann nur sagen, aus meinem Bekanntenkreis hier, auch von meinen, ja, Bekannten, Freunden, aber auch Kunden, deren Wallboxen wir angemeldet haben, dass es niemals bisher zu irgendwelchen Kostenbescheiden gekommen ist. Aber wie gesagt, das kann von Netzbereich zu Netzbereich auch mal ein bisschen differieren. Sollte einen aber auch nicht unbedingt davor abschrecken, das zu machen, weil ich achte das schon persönlich als ganz wichtig. So, das soll es zu diesem Wort zum Freitag auch schon gewesen sein, kurz und knackig. Ich bin sehr gespannt, wie sind so eure Erfahrungen und was denkt ihr darüber? Schreibt das doch bitte mal wirklich in die Kommentare. Seid ihr also auch schon mal oder werdet ihr jetzt vielleicht auch in letzter Zeit wieder verstärkt mit solchen komischen Diskussionen konfrontiert, Stromnetz, Blackout und so weiter und so fort? Und wie ist es? Habt ihr eure Wallbox schon angemeldet? Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich freue mich auf die Diskussion mit euch und ich wünsche euch an der Stelle jetzt ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bleibt gesund und dann freue ich mich auf das nächste Video oder die nächste Live-Sendung mit euch. Aus meinem Wohnzimmer sage ich jetzt Tschüss, muss mich wieder hier weiter an die Arbeit machen für euch und in dem Sinne soll es weitergehen. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich sage Tschüss.